Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werde ich euch heute einen Bad-Lifehack zeigen. Und zwar werden wir aus diesen alten Dingen so eine wunderschöne Badablage machen. Also dranbleiben, denn nach dem Intro geht's los. Gucken wir erstmal als allererstes, was wir alles benötigen dafür. Also allzu viel ist es jetzt nicht. Hier haben wir einmal eine Acrylspritze mit Montagekleber. Hier habe ich einen Eimer schon mit Mörtel für die Fliesen. Dann habe ich natürlich für die Fliesen den Fugenmörtel. Hier habe ich einen Fliesenschneider. Dann habe ich das Silikon, was ich hier im Grau habe. Und dann natürlich noch ein Bleistift, Zollstock. Dann benötigen wir hier ganz kleine Unterlegscheiben und einen Schraubenzieher, ein rechter Winkel und die Fliesen, die wir verbauen möchten. Und eine Flex. Fangen wir erstmal an, dieses alte Ding abzubauen. Wenn wir dieses Scheißding endlich abgebaut haben, fangen wir erstmal damit an, nachzuschauen, ob wir es hier mit einem rechten Winkel zu tun haben. Ja, passt. Als nächstes werden wir ausmessen, um auf der Fliese anzeichnen zu können. Kleiner Tipp vorweg, geschnittene Fliesenkanten sind sehr scharf und auch schärfer als vorgefertigte Fliesen. Das heißt, wir werden die Seiten zurechtschneiden, die auch hier an der Fliesenseite drankommen. So, das sind meine Teile und die werde ich jetzt mit dem Fliesenschneider zurechtschneiden. So, nachdem wir unsere Fliesen zurechtgeschnitten haben, rühre ich hier jetzt schon ein bisschen Fliesenkleber ein, um die Fliesen dann zusammenzukleben. Perfekt! So, wenn wir unser Kleber angerührt haben, können wir den jetzt hier auf die Fliesen machen und da kleben wir die Fliesen jetzt einfach nur zusammen. So. Muss jetzt nicht ganz so schön aussehen. Top! Dann nehmen wir unsere andere Fliese und dann wird die hier drauf gesetzt. Und dann gucken wir, dass das vorne erstmal schön in Waage ist. Drücken das ein bisschen zusammen. Gut. Wenn hier Masse herauskommt, können wir die entweder, wenn es trocken ist, dann abmachen. Aber ich würde es vielleicht, wenn es im nassen Zustand, wie zum Beispiel jetzt, bevor es trocknen soll, jetzt lieber mal mit dem Finger schön abmachen. So. Wenn das überall so ist, dann können wir es trocknen lassen. Als nächstes werden wir uns die Fugenmasse anrühren, um dann die Seite zu verfugen, die wir dann schlussendlich sehen. Am besten rührt ihr es euch ein bisschen dicker an, damit es nicht rausläuft.
zum Schluss noch mit einem feuchten Lappen drüber gehen. So, nachdem alles getrocknet ist, auch der Fugenmörtel, macht das schon mal einen sehr geilen Eindruck. Wir werden jetzt aber unsere Badunterlage anhalten und dann zwei Markierungen machen, wo wir dann unsere Unterlegscheibe hineinmachen und wir werden so viel mit der Flex einschneiden, dass die Hälfte von der Unterlegscheibe in der Wand ist und die andere Hälfte in der Badunterlage. Natürlich müssen wir hier auch mit der Flex einschneiden. So, wenn alles fest ist, werden wir jetzt erstmal sauber machen, damit wir dann anschließend Silikon ziehen können. So, und als letztes geht's ans Silikon ziehen. Silikon ziehen, damit alles schön wasserdicht ist, damit da nichts dahinter läuft und anständig aussieht. Und ich werde auch hier vorne, weil man hier so einen kleinen Farbunterschied hat von dem Fugenmörtel, da werde ich auch Silikon drüber ziehen und dann sind wir fertig. Nehmt einfach ein bisschen Seife, wenn ihr jetzt kein Trennmittel habt oder sonstiges. Ein bisschen Seife auf den Finger und auf das Objekt und dann könnt ihr das Silikon glatt ziehen. So, und fertig ist das Ding. Sieht doch geil aus, oder? Ist stylisch, kann jeder zu Hause nachmachen und man braucht relativ wenig. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr und wenn ihr irgendetwas habt oder weitere Videovorschläge, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!